Diabetes bei der Torres, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video ist ein absolutes Novum auf diesem Kanal. Dieses Video repräsentiert den ganzen Kanal. Es fängt an mit einem Kochvideo. Ich werde von Aldi ein Grillhähnchen zubereiten, beziehungsweise Hähnchenschenkel mit Rosmarinsauce. Im zweiten Teil werde ich den Dansk Club Black Pfeifentabak vorstellen und im dritten Teil gibt es eine Restauration eines Spiegels. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video, gerne Like und Abo dalassen und schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Und viel Spaß. Im Sommer habe ich ja öfters mal Hähnchen gegrillt auf meinem Schrottplatzgrill, der mittlerweile im Schrott ist. Ein Video kriegt ihr davon noch. Und heute habe ich mir Hähnchenschenkel mit Rosmarin-Marinade gekauft. Warum seht ihr da? Ja, diese 1100 Gramm Packung kostet 3,29 Euro. Davon ging natürlich noch 30% runter, wie ihr sehen könntet. Und heute haben wir 13,40. Ich muss ehrlich zugeben, das sieht jetzt nicht sonderlich appetitlich aus. Ich finde Hähnchenfleisch so unglaublich eklig anzugucken. Egal. Aber ich finde, dass die mit Paprika oder Chilisauce marinierten Hähnchenteile bedeutend besser aussehen als diese Rosmarin-Dinger. Aber die gibt es jetzt leider zur Winterzeit nicht mehr. Ja, zum Grillen ist es leider zu kalt draußen und ich habe auch keine Zeit. Darum mache ich es jetzt einfach im Ofen. Sieht immer noch nicht besser aus. Obwohl es Rosmarin-Marinade sein soll, es riecht nicht so unglaublich nach Tanne, wie ich das befürchtet hatte. Ich mag eigentlich keinen Rosmarin, aber ich wollte das mal ausprobieren. Ja gut. Ja, so sieht das aus. Es riecht recht kräuterig. So, aber Packung steht jetzt noch 35 bis 40 Minuten bei 200 Grad Umluft und Ober- und Unterhitze in den Backofen. Ich werde das jetzt für eine kurze Zeit, also ich schätze mal so 5, 6, 7 Minuten pro Seite bei 250 Grad Umluft in den Backofen stellen, dass es wirklich richtig kross ist und dann werde ich das auf 150 Grad gar ziehen lassen. Wie lange weiß ich noch nicht, erzähle ich euch dann nachher. So, die waren jetzt ungefähr 20 Minuten lang bei 250 Grad im nicht vorgeheizten Backofen. Ich werde die jetzt im Umdrehen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand kann. Mit der anderen halte ich meine Kamera fest. Ich mag das schon nicht angucken. Das stinkt bestialisch nach Tannenbaum. So, jetzt geht's nochmal wieder für eine halbe Stunde im Backofen. Jetzt habe ich die Hühnerkeule aus dem Backofen rausgeholt. Wie die aussehen, habe ich auch gerade schon gezeigt. Und kommt auch die Geschmacksprobe dran. Ich habe hier dieses gute Stückchen Keule. Es riecht nicht so nach Rosmarin, wie ich befürchtet habe. Ich mag das Zeug nicht essen. Ich habe da immer mal so viel gehabt. Ich habe früher immer gerne Temelzer, schmeckt nicht, gibt nichts. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Geguckt auf Vox, das war 2004, 2005, das ist auch schon so 16, 17 Jahre her. Ja. Ja, wie die Zeit vergeht. Egal. Da hatte der einmal Rosmarinspieße genommen, darauf gute Stücke aufgespießt und das schmeckte sowas von grauenhaft nach Rosmarin. Seitdem kannst du mich mit dem Zeug jagen. Aber da es leider keine Hühnerkeule mehr in Chilisauce bei Aldi gibt, habe ich mich mal mit diesen hier beholfen. Schmeckt gar nicht schlecht, schmeckt leicht süßlich, hat etwas Leichtes von Weihnachten. Das schmeckt ein bisschen weihnachtsgewürzmäßig. Ich kann das Gewürz nicht ausschmecken, Rosmarin ist es auf jeden Fall nicht. Aber mir kommt diese Marinade irgendwie bekannt vor, als hätte ich das schon mal im Sommer auf dem Grill gehabt. Ich werde das mal ein bisschen nachsalzen, mal gucken, ob es dann besser schmeckt. Ich habe hier Geflügel- und Lammwürzsalz, das habt ihr schon öfters in meinen Videos gesehen, also in den Kochvideos zumindest. Ist jetzt das erste Mal, dass ich Hühnerfleisch, glaube ich, mit Hähnchengewürzsalz würze. Brathähnchengewürz, das habe ich ja früher überall drauf geschmiert. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, würzt das vorher ein bisschen mit Salz oder Bratwürstchengewürzsalz nach. Das hilft wirklich ungemein weiter. Sonst generell für den Preis, Kilopreis glaube ich 3,29 Euro, kann man nicht viel verlangen. Kann man sehr gut essen, Fleisch ist gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Guckt mal in die Videobeschreibung, da habe ich ein paar Affiliate-Links für euch, wenn ihr was zum paar Küchen-Gadgets braucht, wie ich das immer so schön nenne, oder wie Kabel 1 das immer nennt.
Darum soll es heute gehen, um den Danske Club Black. A perfection of pipe tobaccos, made in Denmark. Gestern habe ich für euch diese Quasi Silver abgedreht, Video dazu auf meinem Kanal. Gerade eben habe ich auch die Quasi Black abgedreht, Video dazu auf meinem Kanal, oder es kommt noch. Nee, es war schon da. Und zuvor habe ich noch den Brookfield No. 2 Pipe Tobacco getestet. Alles auf meinem Kanal. Ja, wir haben hier den Danske Club Black zu testen. Ich wollte wieder einen starken Pfeifentabak haben. Ja, und ich hatte ja schon mal den Irish Flake von Peterson hochgeladen oder gedreht. Aber bislang, für mich habe ich ihn nur gedreht, hochgeladen. Habe ich ihn schon, wenn ihr dieses Video seht. Made in Denmark by Scandinavian Tobacco Group in Assens, AVA-S. Assens liegt in Dänemark. Ja, den Peterson Irish Flake, das war ein toller, starker Tabak. Das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt bislang geraucht hatte. Und ja, nun wollte ich mal diesen Danske Club Black ausprobieren. 50 Gramm sind da drin, kosten 9,70 Euro, natürlich eine Stange Geld. Auch in so einem Pouch, ich glaube, sie gibt es auch in der Dose. Von dem Danske Club gibt es etliche Sorten. Den lilanen, grünen. Mal gucken, ob ich die noch alle kaufen werde, das weiß ich nicht. Wäre cool, wenn mir die zur Verfügung gestellt werden, so wie die Produkte von Filliger. Machen wir einfach mal auf die gute Packung. Bitte vorsichtig öffnen. Eine Pfeifentabakmischung komponiert aus Virginia und Burley Tabaken. Die charakteristische schwarze Farbe erhält dieser Blend durch die zweifache Fermentierung. Ist hier nochmal zusammengeklebt die Packung. Darum auch vorsichtig öffnen, damit das Aroma drinne bleibt. Riecht ein bisschen nach Tabak oder stark nach Tabak. Bisschen süßlich, wie meistens auch wie nach trockenem Obst. Absolut schwarz das Zeug. Dieses Mal mache ich das cleverer als bei dem Fischl Tabak. Ihr seht, schwarz das Zeug. Ich stopfe das jetzt einfach so in meine Pfeife rein. Schnell wieder aromadicht versiegeln. So eine Aromaversiegelung hatte der Pöschel, glaube ich, gar nicht. Der klebt nicht wieder zu, aber ist auch 4 Euro billiger. 4,45 sogar. Ja, ich war immer noch zu geizig, um einen Pfeifentabakstopfer zu kaufen. Ich mache Pfeifen auch generell mit dem Feuerzeug an, weil mir es immer zu lästig ist, ein Streichholz anzuzünden. Wir haben ja auch nie Streichholz dabei mir. Ja, ich habe übrigens keinen Filter drin. Muss gleich mal gucken, ob es mit oder ohne Filter besser ist. Filter habe ich hier hinten liegen von VN, Dr. Pearl Junior. Ich weiß nicht, ob es noch andere Filter auf diesem Markt gibt. Eine Jean-Claude Pfeife habe ich hier. Riecht angenehm, leicht fruchtig. Angenehmer Tabakgeschmack, hätte ich stärker erwartet. Schon wieder aus das Zeug. Tabak muss so leicht feucht sein, weshalb er so schlecht brennt. Man hat etwas leicht säuerliches auf der Zunge, muss ich sagen. Unauffälliger Tabak. Ich hätte ihn stärker erwartet. Und das Fruchtaroma kommt nicht so gut so berauschend durch. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt schon wieder aus ist. So doll gesabbert habe ich ja auch nicht. Das ist aber ein relativ starker Geschmack, also mild ist er auch nicht. Riecht auch leicht fruchtig, so leicht zitronig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist, ob das wirklich zitronig ist. Kann man nicht vorstellen, dass das so ein schwarzer Tabak zitronig schmeckt, aber der hat irgendwas leicht Säuerliches. Ich mache da jetzt mal ein Filterchen rein. Das blaue Ende muss zum Mundstück zeigen und das weiße halt zum Glut. Oh Wunder, der Tabak ist aus. Das Feuer ist aus, wahrscheinlich, ne? Ja, durch den Pfeifentabak, durch den Filter schmeckt es mir besser. Ich weiß nicht wieso, aber das Zitronige bleibt weg. Hat noch ein bisschen was von Tee, muss ich sagen. Schmeckt ein bisschen wie englischer Tee. Jetzt ist aber auch wirklich sehr mild. Der Tabak bleibt jetzt auch an.
Denkt man, der hat eine hohe Feuchtigkeit, genauso wie der Peterson Irish Flag aus dem gleichen Haus. Den muss man auch mehrmals anzünden, weil er einfach feucht ist. Rauchgeruch hat sich meines Erachtens nicht verändert. Ich weiß nicht so richtig, was ich zu dem Pfeifentabak erzählen soll. Ist unauffällig. Könnte man auch sich mal als Einsteiger gute rantrauen, muss ich sagen. Ist natürlich relativ teuer mit 9,70 Euro. Aber mir gefällt er wohl. Ist jetzt kein Tabak, den ich unbedingt jeden Tag rauchen möchte. Aber er gefällt mir dennoch. Ist natürlich was Schönes für den Abend. Also man muss dabei in Ruhe, haben. Nach dem Essen stelle ich mir den ganz angenehm vor. Beim Fußball gucken zum Beispiel auch ganz schön bestimmt. Like da lassen auf diesem Kanal. Abo da lassen auf diesem Kanal. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar in den Videos schreiben. In den Kommentaren schreiben, so wollte ich sagen. Auch gerne auf Instagram und Twitter @romansgarageyt folgen, würde mich sehr freuen. Alles dazu in der Videobeschreibung und am Videoende nochmal verlinkt. Also nachdem ihr dieses Video seht, habe ich alle Villiger-Videos abgedreht. Firma Villiger war ja so freundlich und hat mir Produkte zum Vorstellen zur Verfügung gestellt. Die Videos alle auf meinem Kanal kann ich euch wärmstens empfehlen. Guckt auch gerne mal das Video von der Villiger Krumme an. Produkt, was mich wirklich sehr fasziniert hat. Viele andere tolle Produkte waren dabei, die Culebras mit und ohne Mundstück, dennoch die Villiger Premium Rot und Schwarz. Tolle Produkte, die Villiger Crystal, die Crystal Special Blend, die Villiger Krumme Junior war dabei, einfach klasse, und die Rillos Blond, Red und Classic. Tolle Produkte, alles durch die Bankwerk, tolle Produkte. Guckt euch die Videos gerne mal an, wenn ihr euch für Pfeifen und für Zigarillos interessiert oder generell für Tabakwaren. Ich freue mich immer über jeden, der mir einen Kommentar schreibt, wenn es denn nett ist und lieb ist und freundlich ist. Der Tabak gefällt mir wohl. Ist leicht vergilbt. So, ich höre jetzt dieses Video auf, ich lasse den Rauch noch ein bisschen auf, sonst wird das Video noch zu lang. Hab's ja doch noch irgendwie in die Länge gezogen bekommen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Valete Spectatores. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Roman. Thank you.
Thank you.